Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Ich habe jetzt schon wieder gerade mal ganz kurz eben ein Problemchen hier. Also irgendwie ist das hier mit der Dingen, also die warte mit der Position und Größe mal ganz kurz eben nach oben bewegen. Okay, das war eine tolle Idee. So nach unten bewegen. Ja gut, da muss das so bleiben, das ist halt ein bisschen blöde. Oder vielleicht hier sitzen, dann geht's besser. Ist aber ein bisschen schwierig, den richtigen Winkel hier dafür raus zu dingsen. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder zu Hause in unserem kleinen, hübschen, zusammengeschraubten Apartment-Dingen hier. Ich denke, der ein oder andere wird es bestimmt schon vermisst haben. Ja, bevor sich jetzt der ein oder andere freut, dass wir jetzt hier wohl wieder zusammen spielen können. Nein, die Antwort ist, können wir leider nicht. Patrick kann immer noch nicht connecten und außerdem ist Patrick noch nicht da. Das heißt, ich mache jetzt hier gerade ein bisschen alleine weiter, weil alleine drauf spielen kann ich ja scheinbar, kann ich ja noch. Der Spielstand ist für mich ja nicht gelöscht oder sowas. Da kann einfach nur keiner drauf joinen. Das ist halt gerade ein bisschen das Blöde. Ja. 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 Einfach mal ja. Wir essen jetzt erstmal eine Kleinigkeit. Ich würde sagen, so einen leckeren Stinkefuß hier. Schon ganz lecker eigentlich auch, ne? Also da kann man sich auch nochmal einen zweiten Stinkefuß von gönnen. Ja, so ist das gut. Dann schlümpfen wir nochmal ganz kurz eben die Treppe hier hoch. Ey, warte mal, haben die das Treppenverhalten jetzt geändert, dass man hier besser hoch und runter laufen kann? Nein. Nein. Wie komme ich denn auf die Idee, dass sie etwas gefixt hätten, ich kleiner bekloppter Junge? Das wäre ja so wie, weiß ich nicht, Weihnachten und Geburtstag und Ostern und Neujahr und ach, keine Ahnung, eine neue Internetverbindung bekommen und auf einen Schlag 1000 Abonnenten mehr an einem Tag und was weiß ich nicht alles zusammen. Nein. Denn die Entwickler von Forest sind einfach nur scheiße. Faul, scheiße, unfähig und tut mir leid, dass ich jetzt gerade mal so krass sage, aber es ist nun mal so. Wir kriegen noch nichts geschissen, meine Fresse. Wie kann es denn bitte schön sein, dass auf einmal mein Server nicht mehr joinbar ist? Wie kann es denn sein, dass sie ständig, seit Jahrzehnten gefühlt, es nicht geschissen kriegen, Bugs rauszupatchen, die schon seit Anfang an des Spiels bestehen? Nach über einem Jahr. Herzlichen Glückwunsch, dafür aber fleißig kassiert, weil Gronkh das relativ lange gespielt hat und damit natürlich die Absatzzahlen nach oben gegangen sind. Hervorragend. Tolle Leistung. Aus Scheiße Geld machen. Sehe ich auch so. So. Jetzt haben wir genug gepestert hier. Kamerasteuerung. Okay, ich komme nicht weiter nach unten. Mache ich das mal eben so. Es sieht jetzt ein bisschen blöd aus, ich weiß. Man sieht es ja. Aber ich kann die Kamera einfach wieder runterswitchen hier. Zack. Und dann haben wir sie drinnen. Jetzt sieht es auch ein bisschen besser aus, finde ich. Ja? Also vorher war es ja doch schon. So. So, nach diesem kleinen Anflug von Inkontinenz kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema und bewundern mal die Brücke, die wir hier haben. Hat mein Charakter jetzt gerade gefurzt? Habe ich das richtig verstanden? Oder gehört? Ich glaube, mein Charakter hat gerade gefurzt. So, habe ich natürlich einen Lizzie übergelassen. Da drüben ist die Vera, die können wir gleich mal einsammeln gehen noch, sobald ich die Lizzies hier weggebracht habe. Schön immer die ganze Zeit springen, damit wir möglichst viel Energie verschwenden.
Hallo Tür. Ja, wer backt denn da so spät noch am Baggerloch? Das sind so eine Sachen, die ich meine, mit seit Anfang an des Spiels drin sind. Gut, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die Türen schon von Anfang an gibt, aber sie backen halt immer noch. Ne? Und genau das ist das, was mich einfach tierisch aufregt. Simpelste Sachen einfach mal nicht zu fixen. Stattdessen sich halt einfach immer ohne Headbomb. Headbomb, Headbomb. You're my Headbomb. You can turn around. Oder irgendwie sowas. Was waren das für komische. Ach, guck mal, jetzt gibt es sogar Soundbugs. Prima, es wird immer besser, wie ich feststelle. Ein Frühstück wäre eigentlich auch mal eine Option. Ja. Gerade keine Zeit, gerade keine Lust. Der Lichter lese ich, den nehmen wir jetzt schon eben mit. Denn wir haben Hunger. Hunger haben wir. Wir haben große Hunger. Das Häschen haben wir natürlich auch mitnehmen können. So viel dazu. Ich mag auch Lizards, wie man merkt. Boah, was hier alles wächst, hör mal, das wird ja immer besser hier. In Flora wie Trust. Geschickt ausweichen, meinen unglaublichen Samurai-Skills und deswegen darf es weiterleben. Der Lizard dann natürlich nicht. Den brauchen wir für unsere Rüstung. Und außerdem aus Nahrungsmittelgründen. Nicht wahr? Na, das habe ich ganz übersehen, dass man da oben die Ecke wieder sieht. Das heißt, die Kamera muss ich doch noch mal ein kleines bisschen schwenken. Ich glaube, heute können wir die Folge fast genauso gut irgendwie Let's Kameraschwenk nennen. So. So müsste es jetzt eigentlich totalitär doll sein. Ich hoffe es zumindest mal. Vor allem sollte die Folge sehr klein sein. Weil es halt ständig irgendwie nur Standbild ist. Und schwarz, das braucht halt nicht viele Dinge. Gar nicht viele Dinge. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Headbomb. Hasi, 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 Hasi. Wir könnten mal gucken, ob da noch ein Hasi hinten im Ding ist. Also langsam sollte es ja echt mal voll sein hier eigentlich. So, gehen wir mal kurz oben aufs Dach gucken. Speichern. Können wir eigentlich auch mal machen. Da hinten sind die ganzen Loks noch voll. Ups. Oh, und hier müssen wir unsere Sonnenterrasse noch fertig bauen. Das haben wir bis jetzt ja auch noch nicht geschafft. Das ist ja eigentlich schön. Hier kann man sich überall so ein bisschen ausgucken. Hier ist so ein Sonnenschirm in die Ecke gestellt. Auch immer eigentlich super. Ich wüsste gerade gar nicht, was ich mir Schöneres vorstellen könnte als genau dieses. Ich glaube, hier müssen wir erstmal so eine Bank hinmachen. So eine Bank, wo man hier sitzen kann. Vielleicht kann man auch. Vielleicht schafft man es ja sogar darüber zu gucken. Ich bin mir unsicher. Und mal Furniture. Ah, super, das sieht man ja schon wieder. Fantastisch gut. Okay, wo? Irgendwo rennt doch hier was. Hier unten rennt eine ganze Menge. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da runterspringen kann, ohne dass ich mir fürchterlich weh tue. Eigentlich will ich es auch gar nicht.
Ich mach's aber trotzdem. Macht doch schon Spaß, muss man sagen. Mal kurz eben schnell gespeichert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Sounds nicht zu laut sind. Dass man mich eventuell zu schlecht versteht oder gar nicht mehr. Ich meine, für manchen mag das ja vielleicht ganz gut sein. Sehr angenehm, sehr toll. Ich finde es ganz gut, dass ich die Tür jetzt gerade backe. Da kommt man jetzt leichter durch. Ja gut, hier ist schon mal schön. Hör mal. Ist das schön? Ich glaube, hier möchte ich erstmal ganz kurz ein bisschen verweilen. Ja. Ist schon schön, muss man sagen. Sind doch gerade erstaunlich wenig Eingeborene hier. So, stehen wir erstmal auf. Na komm. Wir gucken mal, ob wir da drüben an der Plattform ein bisschen weiter bauen können. Immerhin ist unser Lager ja komplett voll. Und draußen ist es auch noch voll. Das können wir auch mal wegtransportieren. Da braucht man das innere Lager nicht für verwenden. Das ist nämlich rappelvoll. Aber auch schon wieder echt reichlich neue Sachen. Boah, wie viel brauchen wir denn da noch, ey, verdammte Schiete. Ja, ein paar sind es noch, wie man sieht. Ich glaube, es ist fast am schnellsten, wenn man hier hochgeht und dann rüber rennt, als rüber zu schwimmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist schneller. Vor allem hier noch so ein bisschen abkürzen und dann ins Wasser springen. Ja, das Abkürzen hat fast gut funktioniert. Da war es ein Tempel, ey. Nee, also der ist so schön, den können wir jetzt gar nicht mehr abbrechen. Der muss weitergeführt werden. Selbst wenn es bedeuten würde, dass ich das alleine spielen muss. Darf ich da durch, bitte? Hallo? Danke. Da war doch jetzt... gerade schon sehr weit, dieses E, oder? Vielleicht klappt es ja jetzt von oben. Ach, wisst ihr was, genau? Speichern wir eben hier. Und machen hier mal ein kleines Päuschen, denn 15 Minuten sind um. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und reingehauen.